sehr geehrte Damen und Herren, wir sind gesellschaftlich überwältigt, ob der vielen Zuschauer, die heute hier den Weg in unser kleines Dorf zwischen Stuttgart und Pforzheim gelegen, den Weg hierher gefunden haben. Also vielen Dank schon mal für Ihr Kommen und wir möchten Sie jetzt ganz herzlich zum Vortrag Who is Who oder besser Who is WHO, wer ist die Gesundheitsorganisation, wer ist die Weltgesundheitsorganisation von Dr. Wolfgang Wodak. Herr Dr. Wodak, Herr Dr. Wodak ist Arzt und Gesundheitsexperte. Er war von 1994 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er ist Ehrenmitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Er ist Initiator und Sprecher der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin. Er hat sich seit Jahren der Antikorruptionsarbeit verschrieben. Seine Schwerpunkte sind die Korruption im Gesundheitswesen und institutionelle Korruption. Er hat 2009, 2010 im Europarat eine Untersuchung initiiert zur Pandemie H1N1, besser bekannt unter dem Namen Schweinegrippe. Wir sind mega glücklich, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr Dr. Wodak, und Sie werden sich heute Abend mit dieser Frage eben beschäftigen: Wird die Weltgesundheitsorganisation missbraucht? Eine Organisation, zu Neudeutsch sagt man auch eine NGO oder eine sogenannte Non-Government-Organisation oder eine Organisation, die von uns Bürgerinnen und Bürgern, und das wissen viele nicht, gewählt ist. Wir wissen nicht, wo sie sich hinbewegen wird. Wird sie von einer beratenden Institution vielleicht irgendwann mal zu einer befehlenden Institution? Deshalb, wir sind sehr gespannt auf die Ausführungen von Herrn Dr. Wodak zu diesem Thema. Ja, wir wollen dann auch nicht lange warten. Vielleicht noch kurz etwas zum Ablauf des heutigen Abends. Sie haben sicherlich alle diese kleinen Zettelchen schon auf Ihren Sitzplätzen gefunden. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre individuellen Fragen an Herrn Dr. Wodak stellen. Hierzu haben wir so gelbe Boxen hinten an der Wand aufgestellt. Also fühlen Sie sich frei, feel free, und werfen Sie Fragen ein. Und Herr Dr. Wodak wird im Anschluss an seinen Vortrag so viele Fragen wie möglich, zeitig möglich sind, beantworten. Vielleicht noch was. Er hat Bücher mitgebracht und wird diese gerne, wenn Sie möchten, im Anschluss an den Vortrag signieren. Sind allerdings englische Bücher, die deutschen Bücher sind irgendwo hängen geblieben. Aber immerhin haben wir ein paar Bücher und ich meine, der Titel heißt ja auch Who is Who, also von daher, Sie können alle Englisch, sonst wären Sie nicht hier. Dann würde ich sagen, übergeben wir gerne an Sie, Herr Dr. Wodak, und wir wünschen Ihnen allen einen aufschlussreichen Abend. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich hier mal herkomme? Ich finde es so toll, ich dachte hier, ich wollte hier Kaffee trinken, als ich kam, und da war nicht mal Kaffee offen. Kein Restaurant. Ich habe dann Obdach bekommen in einem, so hinterm Haus, in einem wunderschönen schattigen Plätzchen, und das war dann ein guter Ersatz. Aber ich dachte, oh Gott, das kriegen doch da 30, 40 Leute sein oder so. Also wirklich, ich bin baff, wie man so schön sagt. Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie sich für das Thema interessieren. Ich werde ein bisschen
weit ausholen manchmal. Ich erzähle so gerne. Und werde immer so einige Sachen, dann auch einige Geschichten, die ich erlebt habe. Ich habe ja lange mit der WHO auch zu tun gehabt. Und ich zeige Ihnen erstmal so ein bisschen, ich stelle mich mal kurz vor, ja? Guck mal, das bin ich da. Ich habe mein Leben lang habe ich mich um Public Health gekümmert, das heißt um öffentliches Gesundheitswesen. Das war meine Berufung praktisch. Ich habe natürlich im Krankenhaus gearbeitet und habe meine Facharztausbildung als Internist und Lungenarzt. Da muss man ja auch in der Praxis im Krankenhaus arbeiten und das ist natürlich alles gelaufen. Aber was mich immer interessiert hat, ist, ich wollte gar nicht damit Geld verdienen, dass ich Leute wieder gesund mache. Da habe ich mich immer schlecht gefühlt. Denn wenn man damit Geld verdient, dass man Leute gesund macht, dann freut man sich, wenn da viele kommen, die krank sind. Das ist vom Gefühl her nicht so gut. Und deshalb wollte ich dafür bezahlt werden, dass ich die Leute gesund halte. Und das habe ich dann versucht. Das erste war Hafenarzt, sehen Sie das? Das ist meine Barkasse. Mit der bin ich durch den Hamburger Hafen geschippert und habe die Hamburger vor Cholera und Pest bewahrt. Das war so als ganz junger Arzt, das hat Spaß gemacht. Ungefähr 2 Jahre habe ich das gemacht, zwischendurch auch mal eine größere Schiffsreise als Schiffsarzt. Und da habe ich so ein bisschen auch die Tropenmedizin kennengelernt. Ich habe auch im Bernhard Nochl Institut mal ein halbes Jahr gearbeitet. Das war also sehr schön, daher sind mir die ganzen Marburg-Fieber, Lassa-Fieber, Ebola und so, das ist mir sehr geläufig. Wir hatten sogar beim Bernhard Nochl Institut ein Affenhaus. Da wurde das alles ausprobiert und da gab es Studien, die da gemacht wurden. Damals dachte ich noch nicht, dass mir das mal wieder so intensiv begegnen würde. Also Hafenarzt und dann nachher Gesundheitsamtsleiter, da habe ich auch viel gelernt. Das habe ich 13 Jahre lang gemacht und da habe ich auch aufgepasst, ob die Leute krank werden im Winter und ob die Grippe kommt oder ob sie nicht kommt. Ich hatte mein eigenes Sentinel. 150.000 Einwohner in der Region und wenn die Grippe da war, dann waren bis zu 10.000 krank. Halten Sie die Zahlen mal im Kopf, da kommt nachher noch was dazu gehört. Ja, und dann habe ich zum Beispiel Gesunde Stadt Flensburg gemacht, das ist ein Präventivprogramm von der WHO in den 70er Jahren damals. Die Menschen sollen gesünder leben. Und da haben wir dann die Stadt mobilisiert, alle haben mitgemacht, das war ganz toll. War ein Präventionsprojekt. Als Amtsarzt habe ich das initiiert. Und da ich dann so bekannt war, habe ich irgendwann mal einer gefragt, du willst du nicht für den Bundestag kandidieren? Das war einer von der SPD. Und damals waren die nett von der SPD. Und dann habe ich gesagt, ja, warum, ich bin jetzt lange genug Amtsarzt, außerdem habe ich Ärger mit dem Oberbürgermeister. Und weil ich nicht das tue, was er gerne will, hat er mir die Nebentätigkeit gestrichen. Ja. Und also ich war da unter Druck und dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich, probiere das mal. Und einen Wahlkampf gemacht, 70 Ortsvereine. Da muss man dann überall rum sich vorstellen. Das ist eine Ochsentour, ein Jahr lang. Ja, aber so viel Schönes und so viele Menschen, die ich da begegne, was ich da alles gehört habe, was die Leute für Sorgen haben. Wenn man das richtig macht, ist das eine ganz schöne Arbeit eigentlich. Ja. Und das habe ich auch gern gemacht. Und ich bin dann ein paar Mal gewählt worden, bis 2009, bis die SPD dann abgestürzt hat. Das war dann Steinbrück und solche Leute. Das hat sie auch verdient damals. Aber ich bin dann mit abgestürzt. Ich war dann nicht mehr im Bundestag. Ja, und dann habe ich für Transparency gearbeitet, habe ich mich um die Korruption im Gesundheitswesen gekümmert, sehr intensiv, 10 Jahre lang war ich Leiter der Arbeitsgruppe und dann auch im Vorstand. Die haben mich dann nachher rausgeschmissen, als ich dann weiterhin kritisch war und die Korruption bekämpfen wollte bei Transparency. Das geht. Ja. Und dann diese Sache dann mit der Bioethik, da ging's, ja, bin ich im Bundestag mit beschäftigt gewesen. Dann habe ich diese Enquete-Kommission ja geleitet. Als Sprecher hatte ich sie für die SPD-Fraktion und ich hatte sie auch initiiert. Und das hat mich dann in den Europarat gebracht, weil dort die Bioethik-Konvention, die europäische, gemacht wurde. Und da hat man gesagt, Wolfgang, da musst du denn da hin. Und da war ich 10 Jahre lang, war Ausschussvorsitzender nachher und habe da unheimlich viele tolle, spannende Begegnung gehabt und
Berichte gemacht über die Rolle der Medien in der Demokratie. Und habe Berichte gemacht über das Gewaltmonopol des Staates und die Gefährdung des Privatmonopols, des Gewaltmonopols durch private Militärfirmen. Das war ganz spannend. Also lauter so Sachen, die, wo man auch ins Nachdenken kommt, so, was ist das eigentlich Politik? Wie läuft das eigentlich so? Deshalb passieren da Sachen in dem einen und im anderen Land nicht. Was sind da für Interessen in der Politik? Und darüber will ich erstmal so ein bisschen was erzählen über diese Interessen. Und dann können wir nachher ein bisschen ins Eingemachte gehen und Beispiele über die WHO auch sehen. Also, wir reden ja viel von Gesundheitsdaten und wir können immer wissen, immer mehr über den Menschen. Wir wissen also, das war in der Bioethik-Enquete-Kommission und auch im Europarat war das immer Thema, dass man immer genau Bescheid wusste, dass man die Moleküle kannte, die in den Zellen vorhanden sind und dass man den genetischen Code ja immer besser wusste und dann nachher die epigenetischen, das was sonst noch da kommuniziert in den Zellen. Das wurde immer bekannter und die Teile wurden immer kleiner. Und das ist, wenn man sich das mal vorstellt, bei 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, 8 Milliarden, die alle verschieden sind. Und die wohnen, die erleben auch alle was anderes. Jeder erlebt was anderes. Und wir sind besiegelt mit Keimen im Darm und auf der Haut. Und überall sind Keime auch immer anders. Wir sind alles Unikate. Und in der Wissenschaft, da will man ja Daten erheben. Wir wollen ja was wissen, damit die Medizin Fortschritte macht und damit man uns helfen kann, wenn wir mal krank werden. Und das ist immer so ein Problem, weil eben jeder anders ist. Sind das immer nur so statistische Werte, Wahrscheinlichkeiten, die man dann rausfindet. Und die Aussagefähigkeit, die ist manchmal sehr fragwürdig. Denn es kommt darauf an, was man sich aussucht, was man jetzt untersucht. Was könnte man alles untersuchen? Das gibt es, so viele Wissenschaftler gibt es gar nicht. Da sucht aber immer einer was aus, was untersucht wird. Und weshalb wird gerade das ausgesucht? Deshalb gucken wir nicht, damit wir, was müssen wir, wie müssen wir leben, damit wir gar nicht krank werden. Deshalb gibt es da keine Forschungsgelder dafür. Ne, ich könnte euch vorstellen, die haben die Antwort wahrscheinlich schon im Hinterkopf. Ja, also so sieht es aus. Es gibt Wissen, das ist ohne weiteres erkennbar, das ist offenbar. Und es gibt Wissen, das ist granular. Das heißt, das ist so kleinkörnig, das ist so aufgefrieselt, dass man da Spezialist sein muss. Und das, meistens ist es so, erstmal wird was entdeckt, oh, da ist was Neues, das haben wir noch nie beachtet. Und dann wird geguckt, dann gibt es darüber Geschichten, über dieses, was man da entdeckt hat. Ich nenne das hier mal A. Und dann gibt es tatsächlich, dann werden die Teile analysiert von A. Und wenn man die gesehen hat, dann sieht man, oh, die Teile bestehen ja aus Teilchen. Wenn man die Teilchen der Teile analysiert und dann nachher die Teilchen der Teilchen von den Teilen von A. Und so geht es weiter. Und jedes Mal gibt es Spezialisten, weil es ist ja viel, wenn man das eigentlich so ausbreitet. Es wird immer komplizierter. Das heißt, da gibt es Spezialisten für die Teile, für die Teilchen von den Teilchen von den Teilen. Das sind super Spezialisten. Als ich studierte, waren die auch an den Instituten schon überall. Die haben wir damals Fachidioten genannt. Weil, und ich habe dann auch sowas erlebt, ich war damals zu Besuch bei meinem Freund, der das im Fall war Chefarzt, auch ein Spezialist, unheimlich bekannt. Und der kam böse und wütend, kam er dann und sagte, das ist eine Unverschämtheit, die Studenten haben mich Fachidiot genannt. Dabei bin ich doch der Beste in meinem Fach. Damit hatte er den Studenten recht gegeben. Ja. Dieser Spruch ist all different, all equal, heißt, dass wir alle verschieden sind, aber alle, weil wir alle Menschen sind und alle die Würde des Menschen in uns tragen, mit uns tragen und zwischen uns tragen, haben wir alle die gleichen Rechte, denn sonst geht das nicht. Wenn man das wie früher macht, dass es einige gibt, die alle Rechte haben und andere sind Sklaven, dann geht das nicht mit der Würde. Dann sind Menschen Objekte. Und das haben wir irgendwann mal in der Aufklärung, haben die Menschen das gemerkt, dass da ein Zusammenhang besteht. Und es hat sich bewährt, dass wir
diese Formel versucht haben anzuwenden. Das klappt nicht immer, aber das ist das Ziel immer gewesen. Jeder Mensch wird in seinem Körper und seinem Geist einzigartig, wird einzigartig, ist einzigartig. Er wird einzigartig immer mehr, sein Leben lang. Die Einzigartigkeit ist das Besondere bei jedem Menschen, und dieses anzuerkennen und zu achten, lässt uns alle Mensch sein. Ja, aber jetzt denken Sie an diese Teilchen und die Teilchen und die Teilchen. Man kann Menschen unterscheiden an ihrem Gesichtsausdruck, wie sie sich halten, was sie sagen. Aber jetzt kann man Menschen auch unterscheiden an den Teilchen und an den Teilchen von Teilchen. Das heißt, beim Genom zum Beispiel, das ist ja auch noch nicht modern, das Genom der Menschen zu analysieren und zu vergleichen und zu gucken, welche Risiken ergeben sich daraus. Das heißt, hier wird differenziert. Hier wird differenziert, und wenn differenziert wird, dann findet man raus, dass einige Veranlagungen haben, die dazu führen, dass sie weniger Chancen haben oder dass sie schneller krank werden. Und das interessiert die Versicherung natürlich zum Beispiel oder die Arbeitgeber. Das heißt, da kann es zu Diskriminierung kommen durch dieses Wissen. Und je mehr wir über einzelne Menschen wissen, umso komplexer und umso vielfältiger wird die Möglichkeit, zu diskriminieren. Das heißt, das hat miteinander zu tun. Die Menschenwürde ist auch deshalb in Gefahr, weil man Menschen technisch diskriminieren kann. Und PCR-Test positiv, PCR-Test negativ, alles sind gesund, aber einige haben PCR-Test positiv, die anderen nicht. Haben sie alle erlebt. Sie waren gar nicht krank, aber da hat man versucht, zu diskriminieren aufgrund von irgendwelchen Molekülen, die man gefunden hat. Ja, das ist ein schönes Bild. Und auf diesem Bild sehen Sie etwas, was man ohne jede Instrumente eigentlich sehen kann. Wenn Sie am Himmel gucken oder wenn Sie auf den Flughafen mal gehen, dann sehen Sie das und dann geht was los. Und dann sehen Sie auch, wo die alle herkommen. Das unten, das Bild, die ganzen gelben Dinger, die Sie sehen müssen. Tausende von Flugzeugen. Es sind jeden Tag 10 Millionen Menschen, die um ihn herum sind. Jeden Tag 10 Millionen Menschen, die da so rumsaugen. Alle mit Viren. Und die atmen alle. Und einige husten sogar. Und das schon seit ziemlich langer Zeit, jeden Tag. Was macht denn unser Immunsystem damit? Jetzt kommen da plötzlich welche mit Viren aus China oder aus Indonesien und so. Die kommen ja auch schon lange. Wir fliegen ja auch da irgendwo hin. Manche fliegen im Urlaub da so ganz weit weg. Und das ganze Flugzeug, 200, 300 Leute sind da drin. Und die drängeln sich alle bei der Abfertigung. Also wir haben eine gute Durchmischung und wir tauschen unsere Viren fantastisch aus. Sie können sicher sein, dass in diesem Saal eine Vielfalt von wunderbaren Mikroben vorhanden ist. Nur ja, ganz zum Glück sind wir Menschen von Anfang an, sind wir dem ausgesetzt. Ja, es geht uns gar nicht so, wie es uns jetzt geht, wenn wir nicht dauernd mit diesen Viren und mit diesen Mikroben gemeinsam leben würden. Wir sind so geworden, weil wir mit denen gemeinsam leben. Menschen schon vor tausenden von Jahren sind so geworden. Das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Deshalb gibt es so ein paar Leute, die machen uns Angst. Das sind die Spezialisten von den Teilchen, von den Teilchen, von den Teilen, von den Dingen. Die sagen, oh, da habe ich ganz was Neues, das habe ich bei einem Vogel gesehen, das könnte überspringen auf den Menschen. Der hat noch nie einen Menschen untersucht. Ja. Also das Wichtige, die kann man mit gesundem Menschenverstand, kann man die eigentlich schon so ganz gut beobachten. Und dann gibt es noch andere Dinge, die auch einfach sind. Das ist zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, da sind wirklich gute Leute, die machen ihre gute Arbeit, habe ich immer gesagt. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Aber die Leute machen wirklich gut. Die haben das gemacht schon immer, die haben immer geguckt, wie viele Leute gehen zum Arzt und sagen, ich habe eine Erkältung. Das wird gezielt. Da gibt es 600 Praxen in Deutschland ungefähr.
Und die kriegen auch die Möglichkeit, wenn sie den Patienten haben, der diese Symptome hat, dürfen sie auch was einschicken von den Abstrichmann einschicken und dann gucken die, wo wir kochen sind und immer nach, was sind das für Erreger. Das machen sie schon die ganze Zeit. Nur, das waren immer nur ganz wenige, nachdem sie geguckt haben. Das fängt damit an, dass sie nach Influenza geguckt haben. Dafür hat es Geld gegeben. Wissen Sie weshalb? Und das ist das Einzige, weil es die einzigen Viren waren, gegen die es einen Impfstoff gab. Und da hatte jemand Interesse, dass diese Viren beobachtet wurden. Das waren die Beringwerke damals. Das Grüne Kreuz, die haben das damals angefangen. Und dann hat man sich nicht mehr davor verschließen können, dass es ja doch noch einige andere Viren gibt, die gleiche Symptome machen. Das sind einige sagen über 100, einige sagen 200. Also es gibt viele respiratorische Viren, Atemwegsviren, die uns husten lassen und Mund und Hals machen und alle möglichen Symptome machen, in den Atemwegen. Manchmal auch Fieber und manchmal sterben auch welche, wenn sie schwach sind, wenn was dazu kommt. Aber das ist schon ziemlich lange so, das kennen wir eigentlich alle. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich reise war am Telefon, hat sie immer gesagt, aber du kommst mir jetzt nicht nach Haus. Sie war schon ein bisschen älter, sie ist 94 geworden und das hat sich schon ziemlich früh, hat sie sich immer geschützt. Wir müssen diese Menschen nicht schützen, die können sich selbst schützen. Man muss Menschen informieren, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Und es ist sehr schön, dass das Koch-Institut hier die Daten jede Woche liefert, machen wochenwöchig, kann ich sehr empfehlen, da kann man immer sehen, wie viele Leute gehen zum Arzt. Und man kann auch sehen, wie viele Leute dann plötzlich nicht zum Arzt gehen, nämlich im Frühjahr 2020. Da ging keiner mehr in die Arztpraxis. Im Jahr 2020 war das leer da. Die mussten ja eine Maske tragen, mussten einen Abstrich machen vorher und da sind die lieber zu Hause geblieben. Oder sie haben gar keinen Termin gekriegt. Vor allem Kinder sind nicht mehr zum Arzt gegangen. Das war auffällig, das konnte man alles da sehen. Da rechts, das ist der Konsultationsindex wegen akuter respiratorischer Erkrankung, ARE. Da sieht man, dass das Rote, das ist die aktuelle und der größte Gipfel, den sieht man nicht, der ist grau, das war 2017, 2018, der Winter, der war richtig toll, da war eine richtige tolle Grippe. Das kommt so alle 4, 5 Jahre, kommt das vor. Weil das Immunsystem, das lernt was Neues kennen und bis die Viren sich hier was Neues ausgedacht haben an ihrer Hülle, dass man sich verkleidet haben, wenn ich das mal so sagen darf, das dauert dann immer ein bisschen, sodass unser Körper dann, wenn die jetzt sich tatsächlich sehr verändert haben, dann muss er sich mehr anstrengen, um das immunologisch dann ja, zu neutralisieren. Und das kann er, aber es strengt an. Und manchmal müssen wir dann im Bett sein und Fliegertee trinken. Oder uns irgendwie ja, ausruhen und nicht anstrengen. So, jetzt muss. Vielleicht kann auch einer weiter drücken hier, mir helfen dabei. Ein Stuhl hier neben stellen und das wird toll. Da muss man nur auf diese schwarze Taste drücken, auf diese. Ja. So, da können wir das nächste schon nehmen. Ja, und dass solche Leute, die. Wir müssen uns also auf andere verlassen können, weil wir nicht alles selber erfahren und nicht alles selber sehen können, was wichtig ist, um unser Leben richtig, in unserem Leben richtig zu entscheiden. Und ich habe hier so ein paar Beispiele, dass man sich verlassen können muss auf Spezialisten. Der Arzt ist ein Spezialist, das Paul-Ehrlich-Institut ist ein Spezialisteninstitut, das Kraftfahrt-Bundesamt, was uns vor Dieselgeruchs bewahren soll, ist ein Spezialisteninstitut. Da war auch irgendwas nicht. Oder die Gerichte, das sind Juristen, alle Spezialisten, oder der Schiri beim Fußball. Da muss man sich auf dessen Unabhängigkeit, muss man sich verlassen können, denn sonst gibt es kein Spiel, sonst läuft das alles nicht. Also es gibt Leute, die sagen mir, du darfst das entscheiden, Richter, Schiedsrichter, oder Zulassungsbehörde, oder EMA, oder Paul Ehrliches. Ihr dürft das entscheiden, es wird dem Amt vertraut. Darauf müssen wir uns verlassen können, die brauchen wir. Ja, und so gibt es viele kleine Organe in unserer Gesellschaft, so ähnlich wie wir in unserem Körper, die Leber, das Herz, Magen und Darm und andere Organe haben, die alle ihre spezielle Aufgabe erfüllen müssen.
Und so haben wir das hier auch. Jetzt geht das ein bisschen schneller. Da kommt immer so ein, ja, kommt das ein, das Finanzorgan, das heißt die Banken zum Beispiel, die sollen aufpassen, dass wir, wenn wir zu viel Geld haben, dass sie das aufbewahren und inzwischen anderen geben, die gerade nichts haben. Das ist eine ganz nützliche Sache, dass man so das Geld immer dann tauschen kann, und da muss man aufpassen, dass das nicht missbraucht wird und dass es immer was wert bleibt. Das haben die leider nicht gemacht, deshalb crasht es dann ab und zu. Und das nächste bitte. Oder die Politik, die muss Macht haben. Wir müssen ja nach Regeln leben, sonst klappt das alles nicht. Und diese Regeln, die muss irgendjemand machen, aber wenn die irgendeiner macht irgendwo, den keiner kennt, und der kann ja nicht irgendeiner Regeln machen. Wir ermächtigen Leute, die für uns Regeln machen, wo wir sagen, wenn die Regeln koordinieren, die müssen natürlich ihre Pflicht erfüllen, alle anhören, gucken, alle sich gut informieren, aber wenn die Gesetze machen und Regeln machen, dann richten wir uns danach. Dann sind das eben die Gesetze. So wie beim Fußball. Das kann noch so blöde Spielregeln sein, aber sonst kann man nicht spielen, wenn man nicht die Regeln akzeptiert. Und die Politik braucht Macht, damit sie solche Gesetze machen kann. Ja, dann haben wir da das Wissen. Das ist auch so ein Medium, was wir brauchen. Das Wissen, da gibt es zwei Sorten. Da gibt es die Wissenschaftler, die gucken nach, wie ist die Welt beschaffen und wie sind wir beschaffen als Teil der Welt. Und da gibt es die Journalisten, die versorgen uns auch mit Wissen. Die sollen uns das sagen, was für unsere Entscheidung wichtig werden könnte. Dafür sind Journalisten da. Das ist ihre Aufgabe. Die müssen rausfinden, was brauchen die Leute wohl demnächst, damit sie sich richtig entscheiden. Welche Informationen? Und dann gehen sie dahin und gucken ganz genau nach und erzählen uns das. Und dadurch, dass sie das alle von der anderen Seite sehen, der eine sieht das so, der andere so, haben wir verschiedene Meinungen bei den Journalisten, wird gestritten. Und dann machen wir uns unser eigenes Bild. Das ist so ein funktionierendes, aktuelles Wissen, was die Medien uns liefern. Und die Wissenschaft, ja, die liefert uns nicht so sehr Aktuelles, sondern die sagt uns immer nur, was der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, weil die sich ja laufend fortentwickeln. Ein Wissenschaftler ist jemand, dessen Arbeit darin besteht, dass er alles anzweifelt. Wenn er das nicht macht, wenn er einfach nur nachklappert, dann ist er kein Wissenschaftler. Ja, das nächste bitte. Ja, dann haben wir das Sozialsystem, wo wir organisieren, dass wir uns gegenseitig helfen, wenn wir Hilfe brauchen. Okay, noch ein weiter. Ach, die Moral haben wir auch. Guck mal, die Religion. Religion heißt eine Rückbindung. Wir brauchen irgendwelche Werte, die wir gemeinsam haben. Dass wir genau wissen, was wir auf keinen Fall machen sollten, damit wir uns nicht gegenseitig wehtun, seelisch wehtun oder anders wehtun. Und da ist es ja auf der Welt unterschiedlich. Einige Menschen in anderen Ländern tun Dinge dafür, das wird uns wehtun. Aber bei denen, die haben solche Moral oder solche Moralverhältnisse oder Wertesysteme, dass das bei denen okay ist. Also das ist unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Religionen, das wissen Sie auch. Und das ist, die fliegen die menschlichen Werte. Das ist noch vor den Gesetzen. Das spielt nachher häufig, wenn Gesetze gemacht werden, spielt es häufig eine Rolle. Die ganze Bioethik-Diskussion. Darf man aus Embryonen Medikamente herstellen? Aus Embryonen, die abgetrieben wurden, sowieso? Guck mal, da kommt die Moral. Darf der Mensch zum Objekt werden? Wann fängt der Mensch ein Mensch zu sein? Gleich, wenn Ei- und Samenzelle zusammengehen? Oder erst, wenn Gliedmaßen zu erkennen sind? Das ist auf der Welt nicht überall gleich. Selbst in Europa ist es so, dass in Großbritannien Frauen, die abtreiben, gefragt werden, ob sie ihre Embryonen für die Gewinnung von Stammzellen zur Verfügung stellen. Und dann kriegen sie die Abtreibung umsonst. Das wäre in Deutschland nicht erlaubt. Noch nicht. Ja. Gut, also ich will Ihnen damit nur sagen, die haben alle ihre Aufgabe und die sind ganz wichtig, alle diese Organe, genau wie Magen und wie Herzen. Wenn der Magen anfängt, das Herz zu verdauen, das wäre schwierig. Und es gibt sowas wie einen Magen. Das ist der Eigennutz, das ist das Wirtschaftssystem.
Economy. Da haben wir einen Raum in unserer Gesellschaft, wo es erlaubt ist, für sich selbst was zu tun, dass man Geld verdient und die Familie gut lebt. Das ist ein unheimlich wichtiger Motor unserer Gesellschaft. Aber genau wie das beim Benzin ist, das muss geregelt verbrannt werden. Nicht? Mit Einspritzpumpe. Hier ist ja eine Gegend, wo viele Autos herkommen. Nicht? Kann ich das Bild, glaube ich, ganz gut nehmen. Das darf man nicht auf der Rückbank verbrennen. Das heißt, diese Power, die Menschen haben, die ist wichtig und die ist eine treibende Kraft im Sport, überall. Und in der Politik auch, Wettbewerb ist da, in der Wirtschaft. Aber das muss geregelt, das muss nach Regeln passieren, damit wir gleiche Rechte behalten. Ja, bitte. Weiter. Oh, das war eins zu viel. Aber ich glaube, das hatte ich gerade erzählt, was jetzt auf der Folie kam. Lassen wir das mal so. Ja, das ist das nicht. Das ist was. Das ist noch eine kleine Überlegung, die mir auch wichtig ist. Was bindet Menschen aneinander? Liebe oder Macht? Das ist auch eine grundsätzliche Geschichte. Beides. Beides gibt es. Mit der Macht. Da gibt es Machtkämpfe und da gewinnt einer, der setzt es durch, was er für richtig hält und bringt die anderen dazu, das zu tun, wie auch immer, durch Belohnung oder durch Bestrafung, er bringt die anderen dazu, das zu tun, was er für richtig findet. Das sind autokratische, totalitäre Systeme, das sind Hierarchien. Ein Wirtschaftsunternehmen ist eine Hierarchie. Da sind Investoren, da ist ein Geschäftsführer, da sind Abteilungsleiter. Und wenn oben der Direktor sagt, dass ich möchte, dass diese Abteilung dicht gemacht wird und dass da mehr Leute eingestellt werden und dass sie das und das machen, dann wird das getan. Das ist eine Hierarchie, das ist top-down. Und die Kontrolle sieht so aus, dass der eine oder die wenigen an der Spitze kontrollieren die vielen, dass sie das machen, was die Spitze will. Das ist ein gesellschaftliches Prinzip. Hierarchien funktionieren schnell. Führungsentscheidungen sind schnell und falsch. Jo, das ist die nächste. Und das ist so ein Ding, nicht? Das habe ich jetzt eben erzählt. Können wir weitermachen. Aber sowas gab es ja auch. Da war der da links, das ist der Ludwig der 16., der hat gesagt, l'état c'est moi, ich bin der Staat. Und dann hat er seinen Hofstaat gehabt und hat dann seine Beamten, seine Soldaten. Übrigens, der da oben, das ist auch so einer, das ist Friedrich der Große, der Preuße, der hat gesagt, ich bin der erste Diener meines Staates. Dadurch hat er die Revolution in Deutschland sehr schön und lange herausgezögert. Er hatte eine andere Haltung dabei. Aber es war auch ein Autokrat. Ja, das ist das System in der Politik. Damit hat die Gesellschaft überall auf der Welt Jahrtausende gelebt. Das ist noch in uns drin. Und dann haben wir uns das anders überlegt. Nächste. Dann kam da sowas wie die Revolution. Und dann haben wir gesagt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Wir sind das Volk und wir organisieren uns selbst. Und dazu müssen wir, weil wir das ja nicht alle gleichzeitig können, müssen wir uns Leute suchen, die denn unsere Interessen vertreten. Das müssen wir prüfen, suchen wir die aus. Das Ganze geht nach bestimmten Regeln, demokratischen Regeln. Und dann passen wir auf die auf, sollten wir jedenfalls, und kontrollieren sie dann. Und wehe, wenn sie das nicht machen, wofür wir sie da hingewählt haben, was wir ihnen anvertraut haben, dann müssen wir weg, dann holen wir uns andere. Das ist die ideale Idee der Demokratie. So sollte es eigentlich sein. Ja, mal weiter bitte. Ach so, das ist hier, guck mal, das hat eine Krankenversicherung gemacht. Und da will ich Ihnen das zeigen, dass man die Dinge von unterschiedlicher Seite sehen kann. Die Krankenversicherung, die ja dafür da ist, die Gelder der Versicherten da so einzusetzen, dass sie nicht verschwendet werden und dass möglichst viel Gesundheit erhalten bleibt und wieder entsteht. Und die machen sich Sorgen. Die sagen, oh, das ist aber eine Last. Das sind 10% der Versicherten, die verbrauchen 80% unserer ganzen Kraft, unserer ganzen Ressourcen. Wow.
Da hat keine Versicherung hat Lust, diese Leute zu versichern. Das ist ja so teuer. Die brauchen immer nicht viel. Und leider haben wir einen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen. Leider, kann ich sagen. Und da habe ich immer gegen gekämpft, mein Leben lang. Ist Quatsch. Aber das führt nämlich dazu, dass die wirtschaftlich primär denken. Der Krankenkassenboss sagt, komm, sei nicht so nett zu denen, nur die so teuer sind. Die können ja nicht zur anderen Versicherung gehen. Und die sagen erstmal, nein, das genehmigen wir nicht. Sie können ja die Versicherung wechseln, wenn das Ihnen nicht gefällt. Bei den Leuten machen Sie das. Bei anderen sagen Sie, kommen Sie doch zu uns. Der junge, gut verdiente Ingenieur, nicht? Kommen Sie doch zu uns. Der verdient viel, zahlt viel und wird nicht krank. Ja, also gut. Und dann nochmal das nächste, bitte. Das sind die gleichen Zahlen. 10% der Versicherten, 80%. Die bringen 80% des Umsatzes für die Gesundheitswirtschaft. Wo sind denn diese Kranken? Her damit, die brauchen wir. Die einen sehen das als Last und die anderen sehen das als Quelle für ihre Optimierung ihrer Gewinne. Dasselbe Phänomen, aus unterschiedlicher Sicht total was anderes. Die nächste bitte. Ja, es gibt das öffentliche Gesundheitswesen, wo wir uns selber Mühe geben, uns zu helfen, und die Gesundheitswirtschaft. Da gibt es Konflikte. Nochmal weiter bitte. Das öffentliche Gesundheitswesen ist solidarisch finanzierte, öffentlich verantwortete Selbstorganisation effizienter Gesundheitspflege. Das ist von mir gedichtet. Ich habe so ein Hobby, ich mache Gedichte, da muss man Dinge immer ganz kurz ausdrücken. Und die Gesundheitswirtschaft ist ein bisschen länger. Das nächste. Wettbewerb um den Verkauf möglichst vieler Waren und Dienstleistungen mit dem Ziel möglichst hoher privater Gewinnschöpfung. Beides ist legitim. Aber es ist ein gewaltiger Widerspruch zwischen beiden. Und dieser Konflikt zwischen diesen beiden Interessen, der prägt eigentlich unsere ganze Gesellschaft, nicht nur im Gesundheitswesen. Weiter. Ja, das hatte ich schon gedacht, wie wichtig private Interessen sind, dass das nichts Negatives ist und dass das geregelt werden muss. Nächste bitte. Ja, aber wie wurde sowas möglich? Gucken Sie mal hier, das ist mal gewesen 2014, das ist im Spiegel gewesen sogar. Da hat der Spiegel festgestellt, dass die großen Pharmakonzerne schon sehr, sehr oft bestraft wurden und Milliardensummen Strafe zahlen mussten, weil sie Leute umgebracht haben. Und zwar willentlich. Das haben sie einfach in Kauf genommen, damit sie verdienen. Das ist nachgewiesen in den USA. Und da ist zum Beispiel hier GlaxoSmithKline, die haben 3 Milliarden Strafe gezahlt. Oder Merck & Co. 0,9 Milliarden, das ist und Johnson & Johnson, kennen Sie alle. Das sind lauter Firmen, die man AstraZeneca auch 0,9 Milliarden Strafe. Und dazu kommen dann immer noch die Entschädigung, die Haftpflicht, also die Entschädigungszahlung, die kommen noch dazu. Aber hier sieht man die graue Säule, das ist der Anteil vom Umsatz. Und das ist noch nicht aus der Portokasse. Und deshalb machen Sie weiter. Deshalb geht das immer so weiter. Sie wissen das, ja. Oh, es tut uns sehr leid. Wir machen eine Compliance-Abteilung auf. Wir werden verdonnert vom Gericht, in Zukunft da besser aufzupassen und sich so neu zu organisieren und aufzustellen, dass sowas nicht wieder passiert. Und während das Gericht das Urteil verkündet, haben wir schon die nächsten Schwangereien in der Pipeline. Das geht schon seit Jahrzehnten so. Und dabei sterben viele Menschen, ich denke nur an Vioxx, an das Schmerzmittel, wo über 10.000 Menschen gestorben sind, obwohl man wusste, dass das kommt, obwohl man die Nebenwirkungen kannte, das Herzversagen und die toxische Wirkung auf das Herz. Weiter bitte. Ja, wie kommt das? Wie konnte das passieren? Weshalb wird sowas toleriert, wenn das doch alle wissen? Das ist ja im Spiegel sogar gewesen. Die lesen sich ja sogar Abgeordnete. Weshalb geht das? Weil dort Einfluss genommen wurde auf die Regeln. Weil bei der Regelsetzung angegriffen wird oder angesetzt wird. Weil diese Firmen dafür sorgen, dass Gesetze gemacht werden, die möglichst viel erlauben.
Und dazu brauchen Sie Lobby. Und Sie sehen hier links den Deutschen Bundestag in Bonn. Das war noch einigermaßen gemütlich. Da gab es, da waren die von der IG Metall, die für bessere Löhne kämpften, oder von der ÖTV damals im öffentlichen Dienst. Oder das war, also man vertritt seine Interessen in der Politik. Das ist richtig, das ist normal. Und die Politik muss dann sehen, dass sie da so Kompromisse raus vorstellt. Das ist normal, so war das damals. Heute, wenn das, als sie nach Berlin zogen, gab es dann überall zunehmend so große, große Gebäude, so ganz hohe, unheimlich schicke Gebäude, überall um den Bundestag rum. Und in Brüssel noch mehr. Und da sitzen große Firmen drin. Und diese großen Firmen, die machen das viel besser, als man selber seine Interessen der Politik nahebringen kann. Wenn Sie jetzt was wollen hier für Ihren Ort, dann versammeln Sie sich und schicken eine Delegation in die zur Landesregierung oder zur Bundesregierung und wollen was, können Sie sich an und das war's, das beeindruckt nicht so sehr. Aber die Spezialisten, Psychologen, Soziologen und die Leute, die da sind, die haben so viele Tools, mit denen sie die Politik beeinflussen können. Das wurde erarbeitet. Die haben Tausende von Mitarbeitern, die haben wahnsinnig viel Geld. Und das zahlt sich aus. Wenn sie dann Gesetze machen lassen, mit Hilfe einer solchen Lobbyfirma, mit der sie Dinge tun können, die sonst, die hätten sie sonst nie gekriegt. Diese mRNA oder RNA-Spritzen, das ist ja das, was man sonst unter Gentherapie beforscht hat. Genau die gleiche Technologie. Und da gab es 2009, da gab es eine Lobbyinitiative, die haben gesagt, ja, das ist ja eine ganz tolle Methode auch, dass man Menschen dazu bringen kann, dass sie selbst ihren eigenen Impfstoff herstellen in ihren Zellen, dass man ihre Zellen neu programmiert, sodass sie das Antigen, dieses Teil vom Virus, selbst herstellen. Das war die Idee schon 2009. Und da hat man mit Hilfe der Lobby es geschafft, der Politik zu sagen, dass das ganz sinnvoll sei. Und hat dann ins Gesetz so ganz nebenbei, weil man ja auch seine Leute im Ministerium hat, die das dann gleich formulieren und vorlegen, was man da so gerne möchte, haben die ganz nebenbei gesagt, ja, also Gentherapie ist also die Einbringung von Nukleinsäuren zum Zwecke jetzt der Immunisierung gegen Krankheiten. Das nennen wir Impfung im Arzneimittelgesetz. Das sortieren wir einfach bei Impfung mit ein. Das wird wie Impfung behandelt. Das hat man 2009 so mal eben beschlossen und in der Europäischen Union genauso parallel. Die gleichen Organisationen wahrscheinlich haben dafür gesorgt, dass drin steht bei den Vorsichtsmaßnahmen bei Gentherapie. Da muss man ja alles Mögliche untersuchen. Da muss man zum Beispiel gucken, ob es Shedding gibt bei der Gentherapie. Da gibt es Studien. Jedes Mal, wenn Gentherapie irgendwie zugelassen wurde für seltene Erkrankungen bei Neugeborenen, unter wahnsinnigen Auflagen, da müssen Tierversuche gemacht werden, ob das eventuell weiter übertragen werden kann und sich verbreiten kann in der Bevölkerung. Und da haben die gesagt, diese ganzen Maßnahmen sind dann nicht erforderlich, wenn das zum Zwecke der Immunisierung gegen ansteckende Krankheiten verwendet wird, diese Technik. Ist die gleiche Technik? Und wir sehen ja, dass diese Untersuchungen sehr sinnvoll gewesen wären. Ja, die Lobby. Machen Sie mal bitte ein weiter. Guck mal, und das habe ich mal mit meinen Studenten gemacht. Die haben sich da ins Internet reingegeben oder durch Berlin gelaufen und haben geguckt, was gibt es denn so an Lobby in Berlin? Und haben im Internet diese ganzen Möglichkeiten gefunden, die Angebote der Lobbyindustrie. Die haben also Lobbyisten, die haben beste Leute in den Ministerien, gut beste Kontakte in den Ministerien. Ist damit werben sie. Sie haben Briefkastenfirmen, wo man dann was, ja, über die man dann was verteilen kann. Es werden parlamentarische Abende organisiert, wo die Abgeordneten was Schönes zu essen und zu trinken kriegen und einen netten Referenten dann. Das haben sie alle so dick, wenn die ein paar Jahre im Bundestag waren. Und dann gibt es diesen Revolving Door Mechanismus, das heißt Drehtür-Mechanismus.
Nicht, wenn der brav ist und was für die Lobby tut, dann versprechen die ihm hinterher einen Job in der Privatwirtschaft. Denken Sie mal so an so ein paar Minister. Einer von den Grünen ist ein Chef geworden von Chevrolet zu Mars. Einer ist hier bei Mercedes von der CDU gelandet. Herr von Kleben heißt er, glaube ich. Nicht? Oder war da, da gibt es also ganz viele so, der Clement von der SPD, ich muss ja jetzt aus jeder Partei heraussuchen, die sind nämlich überall. Der Clemens, der dann zur RWE ging, als der vorher Wirtschaftsminister war und dort Dinge durchgesetzt hat, die für RWE günstig waren. Was Herr Steinberg jetzt macht, der hat das ja mit den Banken. Ja, und dann gibt es da noch sowas, das heißt Grassroot-Lobbying. Grassroot-Lobbying, da gibt es, das sind Leute, die haben mal in der Geheimdienst gearbeitet, meistens, oder bei irgendwie so detektivisch gearbeitet. Die finden was raus, die finden raus, wo gerade in der Bevölkerung was kommt, was passiert, wo sich Leute zusammentun, wo ein Interesse der Bevölkerung dann zu spüren ist. Eine Firma, die hieß Veratect, die Schweinegrippeviren damals in Mexiko gesucht und gefunden hat, gegen Geld, die war spezialisiert für das Auffinden von neuen Erregern und von Bürgerinitiativen. Und die wurden natürlich nicht dafür bezahlt. Das sind also Leute, die haben früher bei der CIA gearbeitet oder bei anderen Diensten. Und dieses Grassroot-Lobbying, wenn man dann so eine Selbsthilfeorganisation gefunden hat, ich kenne dies also, ich war Präsident der Rheinmeier Schleswig-Holstein, 10 Jahre, 12 Jahre lang. Fällt mir gerade ein. Und da kamen dann da kamen natürlich auch die Pharmafirmen, die uns was verkaufen wollten. Die haben Rheumakranken, nicht die einmal in der Woche zum Funktionsträger gehen und ihre Knochen wieder mobilisieren sollen. Ja, wir haben hier so ein neues Medikament, so ein Biologikum. Wir haben einen Professor in der Hand und wir würden Sie gerne einladen, mal zu einem netten Treffen mit Kaffee und Kuchen. Und dann wird der Professor Ihnen was erzählen. Und das machen die systematisch. Und da benutzen sie praktisch das Leiden der Menschen, was sich organisiert, um ihre Produkte loszuwerden. Und diese Patienten, die denn da den netten Professor gehört haben, die gehen zur Politik und sagen, das müsst ihr aber machen, das brauchen wir, das Medikament, das ist nämlich sehr gut. Das heißt, auf diesem Umweg wird der Druck gemacht auf die Politik. Ich habe das Transplantationsgesetz als Berichterstatter, 97 war das, haben wir die Diskussion gehabt, da habe ich einen Entwurf, habe ich da, der sehr streng war. Ich wollte nicht, dass man Organe irgendwie wirtschaftlich oder irgendwie, dass man Druck machen kann auf Menschen, damit sie ihre Organe spenden. Das sollte jeder sich selbst überlegen. Mehr als Aufklärung und eigene Entscheidung. Mehr wollte ich nicht. Und ich wollte auch nicht, dass der Hirntod mit dem Tod des Menschen gleichgesetzt wird. Und dann. Dann waren da die von der Stiftung, Deutsche Stiftung Organspende und die von Sanders, von der Firma, die Immunsuppressiva verkauft und die machten dann Veranstaltungen da irgendwo in so einem Fraktionssaal. Da waren ganz viele Leute und da saßen die Abgeordneten von allen Parteien und dann erzählten die uns was sie brauchen. Und in der ersten Reihe, in den ersten Reihen saßen lauter Transplantierte. Die haben sie mitgebracht. Und dann hat er gesagt, diese Damen und Herren hier vorne, herztransplantiert, nierentransplantiert, lebertransplantiert, wenn ihr Gesetz durchkommt, ihr strenges Gesetz, die würden alle nicht mehr leben. Können Sie das verantworten? Was wollen Sie da machen? Was wollen Sie da sagen? Wollen Sie den Leuten sagen, ja? Das heißt, die wissen ganz genau, wie sie ihre Interessen pushen und was sie machen, um die Abgeordneten zu erreichen. Das sind kluge Leute in diesem Organ. Ist auch teuer. Aber wenn man es sich leisten kann, dann lohnt sich das auch bei dem was. Ja, denn wenn solche Grassroot-Bewegungen nicht da sind, dann machen sie welche. Das nennt sich Astroturfing. Kennen Sie beim Fußballfeld, wenn da kein Rasen ist, dann wird das ausgerollt. So machen die das auch. Man kann also eine Bürgerbewegung kaufen. Dann organisieren die das. Geben die den Leuten Geld, dass sie protestieren. Oder dass sie sich irgendwie bemerkbar machen. Auch das kommt immer wieder vor, gibt es auch Beispiele für. Ja, und dann die Lohnschreiber. Ich habe das bei Monsanto damals
erlebt, die, wie, wenn da kritische Agrarwissenschaftler gesagt haben, das geht doch nicht, dass auch die Schäden, dass das weiter, dass auch bei den Gentechnik-Schäden, da war das ja auch, es ging ja immer um Monopole. Das ist ja nicht nur das Glyphosat, sondern das sind die Saaten, die resistent sind, die man dann kaufen muss, damit nichts mehr wächst, außer die Saat, die die Firma patentiert hat. Und da gab es dann Leute, die haben gesagt, das kann man nicht machen, das hat den und den Schaden und das ist eine Katastrophe. Und wenn das einer geschrieben hat, dann haben 10 aber innerhalb von kürzester Zeit geschrieben, was das für ein Quatsch sei und das ist doch hier bewiesen und da bewiesen und die haben nicht geforscht. Die haben 2 Fälle, haben die mir erzählt, von Professoren, die haben das veröffentlicht. Die wussten nicht mal, dass sie das veröffentlicht hatten, weil das die Firma gemacht hat in ihrem Namen. Die kriegen ja nur Geld für. Das sind Lohnschreiber, Kaufmäuler. Und die Faktenchecker, da brauche ich nichts von zu erzählen. Die wissen auch nicht, was ich sage. Wenn man das hört, dann wird in der Sache ja gar nichts gesagt. Die beschimpfen nur und die versuchen, manchmal zitieren sie irgendwelche Lohnschreiber, die sich dann dagegen stellen. Oder das wird ihnen alles so serviert. Ist Propaganda praktisch, die man kaufen kann. Und das wird benutzt, laufend. Und jetzt in der Corona-Zeit haben wir das sehr intensiv erlebt. Am eigenen Leide, kann ich nur sagen. Ja, und wenn Sie jetzt forschen, Versorgungsforschung gibt es nicht, was brauchen die Menschen? Dann kommt es ganz drauf an, wer soll versorgt werden? Die Patienten, links, oder die Aktionäre? Nicht Versorgungsforschung. Wenn Sie jetzt diese ganzen Daten nehmen, dann wird Ihnen immer erzählt, wir brauchen diese Gesundheitsdaten und wir brauchen die elektronischen Patientenakten und wir müssen das alles, wir müssen digitale Daten haben, damit wir die Realität auch sehen können, wie die entsteht, wie Menschen leben und wo Risiken entstehen und wie sie sich verhalten zueinander und wovon sie abhängen. Und also man braucht diese Daten, wir brauchen Daten möglichst auch von ihre Gesundheitsdaten eben, was der Arzt so hat und sammelt. Und das wird ja sehr erfolgreich gemacht und auch von der Politik. Herr Spahn war der Oberlobbyist, den hat da gesehen, ne? Da heißt es, ja, das ist doch notwendig, wir brauchen diese Daten, damit wir forschen können. Das ist zu ihrem Gut. Das ist etwas, sonst kann sich die Medizin nicht weiterentwickeln, wenn wir diese Daten nicht sammeln. Und Herr Amtes von Cochrane, der sagte, so ein Wahnsinn, mit diesen Daten können Sie überhaupt keine Kausalitäten herstellen. Das einzige Forschung, die man damit machen kann, ist Marktforschung. Das stimmt. Und dafür werden sie auch verwertet. Ja, das nächste bitte. Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil oder Nutzen. Privat heißt nicht ein einzelner Mensch nur, sondern privat ist auch eine Aktiengesellschaft, eine Firma ist auch ein privates Interesse. Zum privaten Vorteil oder Nutzen. Der Missbrauch anvertrauter Macht. Wenn wir, da habe ich ja vorhin gezeigt, dass wir alles brauchen, die Organe in unserer Gesellschaft, von denen wir abhängen, dass sie uns nicht belügen und dass wir ihnen trauen können. Und wenn die in die eigene Tasche und für andere Interessen dann was tun, dann nennt man das Korruption. Jo, nächste bitte. Und inzwischen hat sich viel getan, da auf der linken Seite unten sieht man die Weiße hier, die ganzen weißen Schafe. Und da gibt es doch tatsächlich einige schwarze Schafe, die sind korrupt. Und die kann man finden und dann werden sie bestraft, und damit das die Hände wieder weiß. So war es. Korruption gab es schon immer. Und inzwischen aber haben diese, durch die Ökonomisierung von Pflege, von Medizin, von Wissenschaft, von Medien, die arbeiten ja alle für Geld. Eine Klinik ist heutzutage ein Profit Center. Da kommt der Kodierer und sagt dem Assistenzarzt, da müssen Sie doch nur noch diese Diagnose dahin schreiben, denn sonst können wir die nicht abrechnen. Und da haben Sie diese Untersuchung gemacht, das wollen die nämlich vom medizinischen Dienst, wenn wir die nicht machen, können wir das nicht abrechnen. Es gibt sogar Chefärzte, die sagen ihren Assistenzärzten, das habe ich schriftlich von Whistleblower, dass Redondrainagen im Gelenk zum Beispiel oder in der Wunde
so und so viele Tage drin bleiben müssen, damit die DRG, das heißt diese Diagnosefallpauschale, höher ist. Haben Sie mal so eine Drainage im Gelenk gehabt? Stimarelle. Das tut wahnsinnig weh. Und die müssen die drin lassen, nur damit da mehr abgerechnet werden kann. Oder Sie müssen alle jetzt den, obwohl da jemand Motorradfahrer einen Unfall hat oder Bein gebrochen oder so, kommt ins Krankenhaus und muss ein PCR-Test gemacht werden. Ja. Nicht? Weil die Krankenhäuser können Anrechnung kriegen, das ist bezahlt. Das schreiben Sie Covid, wenn der positiv ist. Das ist Virus. Ein PCR-Test ist eine Abrechnung Virusnachweis. Das haben die abgerechnet. Je nachdem, wo es war, haben sie ganz viel auf der Intensivstation, haben sie sehr viel dafür gekriegt, aber auch allgemein hat es dafür viel gegeben. Es hat sich gelohnt. Also dieses wirtschaftliche Denken, das ist schon institutionalisiert. Das heißt, die Korruption ist nicht mehr bei Einzelnen, sondern wir haben institutionelle Korruption. Wenn das ganze Ding wirtschaftlich denkt, dann ist alles andere sekundär geworden. Und wenn man dann noch sagt, als Pflegekraft, und das finde ich auch richtig, gucken Sie doch mal diese alte Frau an, was machen Sie denn alles mit ihr? Das kann ich mit meinem Gewissen nicht beantworten, Herr Chefarzt. Dann wird sie zurechtgewiesen, wenn sie dabei bleibt. Dann können wir sie hier leider nicht mehr gebrauchen. Dann sitzen Sie hier falsch am Platz. Und so eine Pflegekraft hat dann mal geklagt. Arbeitsrecht erstmal durchgeklagt, nochmal. Nächste Instanz, bis zum Verfassungsgericht, hat in Deutschland kein Recht bekommen. Alle haben sie gesagt, sie haben das Vertrauen ihres Arbeitgebers, haben sie verspielt. Das heißt, das ist die Haltung inzwischen. Und die ist dann zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gegangen. Die hat durchgehend Power, die Frau, und hat gewonnen. Da wurde Deutschland bestraft, dass Deutschland es nicht schafft, diese Rechte für die Bürger auch wirklich umzusetzen und durchzusetzen. Die wurde völlig entschädigt und so weiter, das musste wieder eingestellt werden, wollte ich aber nicht. Aber kann man verstehen. Aber jedenfalls, das war mal ein seltener Fall, das nennt man einen Whistleblower quasi. Die hat auch den Whistleblower-Preis gekriegt. Ja, bitte weiter. Inzwischen haben wir in allen Systemen, das sind die Organe, und Sie sehen diese Ökonomie, dieses große Geld, wir sehen da den Eigennutz, die privaten Interessen, Sie sehen, wie das alles erodiert, wie das überall reingegangen ist, wo kann ich was verdienen. Und das sind die verschiedenen Bereiche, es ist schade, dass es nicht besser zu lesen ist, aber bei den Medien steht zum Beispiel Embedded Journalism, wenn die Journalisten in der Wirtschaft im Bett sind, nicht mehr ihre Pflicht tun. Früher gab es diesen Begriff nur bei kriegsführenden Mächten. Die nahmen immer ihre Berichterstatter mit und die Kriegsberichterstatter jubelten auf beiden Seiten immer, wir gewinnen gerade. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja. Ach. So, und dann haben wir die privaten Militärfirmen, die leben davon, dass Krieg ist. Wer da Aktien kauft, der freut sich auf den nächsten Krieg. Und die Aktien sind gewaltig gestiegen bei diesen Firmen. Die haben den Krieg im Irak, die haben den Krieg in Afghanistan, überall in Afrika mehrere Kriege, in Kroatien sogar, die Kroaten gegen die Serben, die hat Kroatien eine amerikanische Privatarmee benutzt, um in Serbien zu kämpfen. Also da sind schnelle Dinge, die da passieren, wenn man Geld hat, kann man Kriege inszenieren, damit man dann seine Interessen durchsetzt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, und es gibt natürlich die Wissenschaft, die sich sponsern lässt. Heute werden Sie nicht mehr Professor, wenn Sie nicht nachweisen können, dass Sie gut sind im Fremdgehen für Drittmittel. Ja, das heißt, institutionelle Korruption hat auch noch einen Namen, sie heißt PPP oder PPP oder Public-Private Partnership. Da wedelt der Schwanz mit dem Hund.
weiter bitte. So, und da ist mal so ein Beispiel für Public-Private Partnership. Das ist die WHO, jetzt sind wir beim Thema. Ja, ich muss davon ausholen. Es geht mir um das systemische Verständnis. Ja, die WHO, die muss ja auch finanziert werden und die hat insgesamt etwas über 7 Milliarden an dem Budget gehabt, jetzt letztes Jahr. Und da sieht man hier diese Aufstellung, wer die Contributors sind, die Beitragszahler. Und da sieht man da einmal, das sind die Pflichtbeiträge, das ist das Oberste, was nicht in diesem Rahmen drin ist. Das sind 957 Millionen. Und da gibt es spezifische oder thematisch gebundene oder projektgebundene oder freiwillige Gaben. Das sind alles zweckgebundene Mittel. Und manchmal kommen die von der Pharmafirma oder von einer Firma, manchmal kommen sie von einer Stiftung, Melinda Gates zum Beispiel, oder Wellcome Trust. Oder sie kommen auch manchmal von einem Staat, zum Beispiel von Deutschland. Hat plötzlich ganz viel Geld gegeben. Biontech ist ja auch in Deutschland. Man muss ja was für die Firmen tun, die man im Lande hat. Verstehen Sie? Das ist gewaschenes Geld, staatlich gewaschenes Geld, welches die Interessen bestimmter Firmen dann stützt. Dänemark tut was für Diabetes. Ja, gibt extra Geld, weil sie nur Volodis dort haben, die Insulinhersteller zum Beispiel. Also solche Sachen, da werden immer schöne Namen darüber geschrieben. Wichtig ist, es sind zweckgebundene Gelder. Die gehen an die WHO nur, wenn die WHO das tut, was der Sponsor damit tun soll. Und das ist die Weltgesundheitsbehörde. Über 80% der Gelder sind zweckgebunden. Das, was früher mal geträumt wurde mit gesündere Umwelt, Alma Mater, das ist längst weg. Das ist auch vor allem weggegangen, als Frau Brundtland, die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin, die ich auch mal kennengelernt habe, als die dann in Davos gekürt wurde und ausgeguckt wurde, als Generalsekretärin, als nächste Generalsekretärin für die WHO. Dann wurde sie das natürlich auch. Das Erste, was sie machte in Davos, war, sie lud die Industrie ein, sie lud die großen Firmen ein. Das ist ja der Weltwirtschaftsgipfel, aber die Wirtschaft, die ganzen Wirtschaftstopmanager. Meine Damen und Herren, Sie müssen mehr für Gesundheit tun. Wir brauchen sehr viel mehr Mittel für die Weltgesundheitsbehörde, damit wir was für die Gesundheit der Menschen tun können. Und das haben die sich nicht dreimal sagen lassen. Die haben natürlich sofort angefangen zu investieren und haben natürlich Bedingungen gestellt. Aber das ist der Weg gewesen, wo das Ganze dereguliert wurde und seitdem, da wurden dann auch, das war 98, 97 in der Zeit, von da an ging das auch los richtig mit der Pandemieplanung, weil das ist ja natürlich, also Pandemien sind ja genial. Sie sahen doch vorhin die Flugzeuge mit den vielen Menschen, mit den vielen Viren, die immer um die Welt fliegen. Und Sie wissen, obwohl die das ganze Jahr fliegen, werden die Menschen nur da krank, wo es gerade kalt ist. Das gehört, da gehören Bedingungen dazu, dass die Viren günstige Bedingungen haben und dann machen sie mehr Ärger. Und wenn es bei uns heiß ist, dann ist Australien kalt. Das ist immer was los. Und diese Atemwegsviren sind also immer unterwegs, das ist die permanente Pandemie. Und 1867 gab es eine Veranstaltung von ganz vielen Medizinern in Washington, war die, soweit ich erinnere, in Washington. Da gibt es einen dicken Band darüber über die ganzen Protokolle und da reden sie das erste Mal, da wird das erste Mal das Wort Pandemie benutzt. Und dieses Wort wird synonym benutzt mit der Grippe. Einige sprachen gleich von Pandemic, weil das ist klar, das geht jedes Jahr. Das ist auf der ganzen Welt vorhanden, immer. Und dieses Wort haben die dann bei der WHO Anfang dieses Jahrhunderts haben die das genommen und haben das zu was ganz Besonderem gemacht. Und sagen, wir müssen uns vorbereiten auf die nächste Pandemie. Das ist so, als wenn wir Kohle kaufen für den nächsten Winter. Wir müssen uns vorbereiten auf die nächste Pandemie. Pandemic Preparedness war das Stichwort. Was war denn diese ganze Aktion, die dann losging? Und da wurden Verträge geschlossen. Das war ja die WHO empfohlen, Verträge zu schließen
mit den Pharmafirmen, damit die Bürger, wenn denn sowas passiert, auch rechtzeitig und schnell genug einen Impfstoff kriegen. Das fing schon damals an. Oder Tabletten kriegen, Tamiflu bei der Vogelgrippe. Zum Glück nie benutzt worden. Herr Rumsfeld, der Verteidigungsminister der USA, von der Bush-Administration in den USA, der war ja der CEO von Gilead Sciences, von der Pharmafirma, die das Zeug, das Patent hat. Und er hat ganz viele Anzeige gehabt und er hat den Bush dazu gebracht, sagte, du Bush, du musst da jetzt für ein paar Milliarden, musst du jetzt da Tamiflu einlagern, damit du was für die Amerikaner tust. Und da hat er unheimlich Kohle verdient, er auch, er hat auch seine Anzeige nicht verkauft, als es kritisiert wurde. Er hat es schon schöner, danke schön, behalten. Und Tamiflu ist zum Glück nicht so viel genutzt worden. Das hat so einen Effekt nebenbei wie so ein Leckamin, wie so ein Wachmacher. Und darf ich gleich sagen, so kaufen sich alle. Aber da sind Kinder, das ist bei Kindern, wenn das 15 Jahre lang ist, aus dem Fenster gesprungen und psychisch so verändert worden, dass die dann umkamen. Und ich habe dann das Tamiflu, das ist ja dann eingelagert worden überall. So, das sind große Paletten mit Plastik zu tun, durchsichtig Plastik. Als ich mal in Guinea war, in Conakry, da regnete es in Strömen und unter dem Regenschirm bin ich dann über so einen Hof gelaufen zu so einer Gesundheitsstation hin. Und da sah ich so, da stand da so ein Ding, so eine Palette, die war das da, Medikamente, Pucken, Tamiflu. Das hatten die dahin entsorgt. Das war 2011, da stand das da immer noch auf dem Hof. Ja, also das ist die WHO. Und da gibt es eben den Spruch, was brot ich esse, das Lied ich singe. Ja, und da ist einer, der gibt sehr viel Geld. Der hat eigentlich den größten Einfluss auf die Währung von all den Sponsoren. Der hat ja nicht nur die Bill & Melinda Gates Stiftung, sondern hat auch Einfluss auf die Gavi oder auf all die ganzen auf die Impfvereinigung, die es da gibt, die sich um Pandemic Preparedness und Impfstoffe kümmern und Forschung hat. Ja, um seine Organisation bin ich in Afrika viel begegnet. Ich war ja auch die letzten 4 Jahre im Bundestag nicht nur im Gesundheitsausschuss, sondern auch im Entwicklungsausschuss und war zuständig für Zentralafrika, weil das keiner wollte, das war übrig geblieben, musste ich das machen. Und das war unheimlich lehrreich. Das war sehr lehrreich. Und da bin ich überall den Teams begegnet, in den Dörfern, die den Leuten was anreden wollten oder die klinische Studien gemacht haben. Das ist, ja, gibt es ja Beobachtungen auch, wo viele Menschen umgekommen sind, Tausende von Menschen umgekommen sind, Unfruchtbarkeit. Das ist ja auch ein Ziel dann dieser, was er, wenn der Bill Gates mal ausgesprochen hat, dass es viel zu viele Menschen gibt, hat er bei der TED-Show wörtlich gesagt, dass es, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschheit von wie vielen Milliarden auf wie vielen Milliarden, weiß ich nicht mehr genau, aber dass sie erheblich reduziert wird. Und das waren Zahlen, das war mehr als die Hälfte, die er nicht mehr haben wollte. Ich weiß nicht, weshalb solche Leute nicht konsequent sind und was ich selbst anfange. Ja. Das Gefährliche an der WHO ist, dass sie ermächtigt ist, Normen zu setzen und zu sagen, ja, was Gesundheit ist oder was Krankheit ist und welches, wie die Krankheit heißt und so weiter, komme ich gleich noch genauer zu. Es gibt noch andere Institutionen, die auch auf UN-Ebene sowas machen, die FAO zum Beispiel, die sich im Lebensmittelbereich um solche Normen, gesundheitsrelevante Normen kümmert, oder auch die ILO, die sich um die Arbeitswelt kümmert, um besondere Arbeitsbedingungen. Das sind alles UN-Organisationen, da gibt es aber auf europäischer Ebene auch sehr viel. Der Europarat zum Beispiel hat die Pharmakopöe. Die Pharmakopöe, das sind praktisch diejenigen, die definieren, was ein Medikament ist und wie man es erkennt und wie man es misst und wie man, also das ist praktisch die Regel für die Apotheker, wenn ich das mal so einfach sagen darf. Aber die sagen zum Beispiel auch, was ist ein Gewebe und was ist ein Organ? Wenn Sie ein Stück aus der Leber rausschneiden und das transplantieren, ist das ein Organ? Oder ist das Gewebe? Wenn es ein Gewebe ist, dann ist es ein Arzneimittelrohstoff. Dann darf man damit handeln. Wenn es ein Organ ist, nicht. Und ich war Berichterstatter für das Gewebegesetz in das Deutsche, das war berichtigt in der EU.
Und ich habe dagegen gekämpft. Ich habe gesagt, nein, das muss gespendet, wie die Organspende behandelt werden. Oder wir machen in Österreich ein eigenes Gesetz, Gewebespendegesetz. Und die Lobby, die war, saß mit am Tisch, wo wir verhandelt haben, wo die Staatssekretärin von der CDU saß und wo die Abgeordneten saßen und die aus dem Ministerium saßen. Und ich stand war da für die SPD und ich habe gesagt, nee, komm nicht in Frage. Das muss nicht als Arzneimittel gelten. Denn das, wenn er mit der Handel wird, dann da Blüten treiben, das ist eine Katastrophe, was da passiert. Und habe dann das bis zum Schluss gemacht. Und als das, die haben es einfach durchgezogen, die haben es ignoriert. Und dann habe ich in der Fraktionssitzung vor der Lesung des Gesetzes, vor der dritten Lesung, habe ich unter Protest meine Berichterstattung zurückgegeben. Wenn man sowas macht, kriegt man keinen Listenplatz mehr. Ja, die WHO, die definiert, also die definiert, was Gesundheit ist, da kommen wir gleich zu, die sagt auch, was Immunität ist, die hat auch mal tatsächlich gesagt, Herdenimmunität gibt es nur durch Impfung. Ja. Das haben sie, aber haben wir ja alle dann gesagt, ich bin, aber haben sie ausgedacht. Und dann haben wir das immer wieder ein bisschen zurückgenommen. Oder sie sagt, was ein Ausbruch ist, Marburg-Fieber ist ein Ausbruch, 9 Erkrankungen in Zentralafrika. Da haben sie ein Team hingeschickt, das ist ein Ausbruch. Dass 3 davon aus dem einen Labor kommen und 3 aus dem anderen Labor kommen, das sagen sie nicht, womit Affen experimentiert wird. Und dann die ganzen vielen kleinen Ausbrüche, wenn Sie mal, da gibt es bei der WHO Ausbrüche auch diese, wie nennen Sie das? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Aber das wird jedenfalls versuchen, die zu finden, so ähnlich wie das, was ich Ihnen vorhin sagte, diese Spezialisten, die Grassroot-Movement finden, so laufen die überall rum und versuchen, was zu finden, was man benutzen könnte wieder, um sich wichtig zu machen oder um die Pharmaindustrie da dir was anzubieten, was sie benutzen könnte. Ja, die Diagnosemethoden, mit denen man zum Beispiel so einen Ausbruch oder eine Erkrankung, die eventuell relevant werden könnte für die Gesundheit vieler Menschen, woran man die erkennt, mit welchen Mitteln, das wollen die auch definieren, und definieren die auch jetzt schon. Nicht PCR-Tests zum Beispiel. Oder auch die Mittel, die man uns empfehlen, auch was man tun muss, um jetzt so eine Gesundheitsgefährdung zu minimieren. Und sie definieren den ICD-Code, das ist der internationale Code für die Krankheit. Und diese Zahlen werden benutzt, zum Beispiel bei der Abrechnung. Da wird ja die Leistung erbracht, die wird aufgeschrieben, kriegt halt jetzt eine Ziffer. Und dann wird aber der Grund für die Leistung, das ist ja die Krankheit und das wird kodiert. Das ist der ICD-Code, den macht die WHO, da bringe ich Ihnen nachher noch schöne Beispiele. Und sie definieren zum Beispiel auch die Normwerte, Laborwerte, Normwerte. Machen Sie mal die nächsten. Das ist jetzt die Gesundheit, die wird ja von der WHO definiert. Und die haben eine Definition, die heißt: Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das ist toll, die denken ganzheitlich. Ja. Das wurde immer gelobt. Ich habe das nie gelobt. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass eine Weltorganisation mir sagt, weil ich gesund bin. Alle diskutieren, ob diese Definition auch vollständig ist oder ob da noch was fehlt. Und merken gar nicht, dass da jemand sich einfach ermächtigt, selbst ermächtigt, das für uns zu definieren. Das wird gar nicht gemerkt, das wird auch nicht diskutiert. Jetzt vielleicht, wo es dann Konsequenzen haben wird. Nächste Minute. Da gibt es eine schöne Definition von Gesundheit, die ich einfach nur dagegen stellen will. Die habe ich mal von meinem Doktorvater, das ist der Klaus Dörner, von dem habe ich die mal gekriegt. Und der fand die gut und ich fand die auch super. Das heißt, gesund ist ein Mensch, der mit oder ohne nachweisbare oder für ihn wahrnehmbare Mängel seiner Leiblichkeit allein oder mit Hilfe anderer Gleichgewichte findet,
entwickelt und aufrechterhält, die ihm ein sinnvolles, auf die Entfaltung persönlicher Anlagen und Lebensentwürfe gerichtetes Dasein und die Erreichung von Lebenszielen in Grenzen ermöglichen, sodass er sagen kann, mein Leben, meine Krankheit, mein Sterben. Hier mal geändert wurden und da sehen Sie den Wert vorher und nachher und Sie sehen das für Diabetes, den Blut, also durch den Blutzucker, Sie sehen den Bluthochdruck und Sie sehen die Cholesterinwerte. Ich will mal nur die Cholesterinwerte nehmen, der war mal der Grenzwert, wenn das über 200 Milligramm pro Deziliter ist, dann ist das behandlungsbedürftig. Dann haben Sie eine Hypercholesterinämie, die man behandeln muss. Das wurde dann gesenkt auf 200 durch Experten der WHO. Die natürlich von der Industrie bezahlt werden und dahingeschickt werden. Und dann waren plötzlich 86% mehr Patienten behandlungsbedürftig. Wow! Was nun? Ja? Genauso beim T-Score, bei der Knochendichtemessung, hat man den Score so ein bisschen verändert. Und da müssen Sie unbedingt was tun mit den Knochen. Nur, die könnten brechen. Da müssen Sie zweimal im Jahr müssen Sie zur Knochendichtemessung. Aber jedenfalls, das sind lauter so Sachen, wo man unheimlich die Wirtschaft mit angekurbelt hat, die Pharmaindustrie, und das machen sie natürlich dadurch. Deshalb geben sie ihr Geld. Nicht? Deshalb geben sie, sponsern sie die WHO, damit sie ihre Experten in die Gremien schicken können. Nächstes bitte. So, und das sind jetzt neuere aktuelle Entwicklungen. Sie sehen dort die ICD-Codes für Covid-19. Von der WHO jetzt gemacht, 2020. Oder vielleicht auch 21, vielleicht ergänzt, kann ich nicht sagen. Aber da sehen Sie erstmal drei Bereiche. Da sehen Sie links den Bereich Diagnose. Sie sehen rechts oben den Bereich Prävention und unten sehen Sie Post-Covid-19. Und da gibt es einmal oben links Covid-19 Virus Identified. Da war der PCR-Test positiv. Krank oder nicht, ist nicht so wichtig. Aber Virus Identified, das wird abgerechnet dann. Und dann gibt es aber auch Covid-19 Virus Not Identified. Was ist das denn? Also da ist jemand, der ins Krankenhaus kommt und er hatte Kontakt mit jemand, bei dem der Test positiv war. Nee, das muss ja den Covid-19, der hatte ja Kontakt mit jemandem, bei dem der war ja exponiert. Egal wie gesund oder krank der war. Der war eben positiv getestet, war der Einzige immer. Wenn ich ein Krankenhaus hätte, als Wirtschaftsunternehmen, dann würde ich eine Krankenschwester suchen, die positiv getestet war. Würde die durch alle Zimmer stehen. Was meinen Sie, was man da abrechnen könnte? Dann haben wir den Bereich dort rechts oben, rund um Kreis, rot. Need for immunization against COVID-19, schreibt der Doktor auf. Dieser Patient muss unbedingt immunisiert werden gegen COVID-19. Sonst, wenn er dann die Spritze geben würde, würde er einfach aufschreiben, würde die Spritze abrechnen. Aber jetzt kriegt er 10 Euro dafür in Deutschland, dass er diese ICD-Nummer abrechnet. Das ist eine PENS-Gebühr. Er rechnet das Namen nicht ab. Er sagt praktisch, er gibt die Daten ein und sagt, hier, der Herr so und so oder Frau so und so, die müsste eigentlich, aber die wollte nicht. Und das wird dann erfasst. Sehen Sie, so wichtig sind diese digitalen Gesundheitsdaten. Dann gibt es da unten diese große Gruppe der Post-Covid-19. Da könnte ich jetzt 2 Stunden drüber rechnen. Aber das sind alles Leute, die krank sind, nachdem der PCR-Test positiv war oder nachdem sie Kontakt hatten mit jemandem, bei dem der positive Test war. Und dann krank noch immer wieder. Das sind viele. Das lohnt sich. Und da gibt es dann ganz viele, da gibt es dann diese Multisystem-Inflammatory Syndrome,
mit Covid-19. Immer wenn er Covid-19 ist, immer der PCR-Positiv-Test ist das Kriterium. Daran wird es gemessen. Und wenn die Leute irgendwas anderes sagen, Post-Covid-19-Condition, alles Mögliche, Test positiv. Die fragen gar nicht danach, ob derjenige auch geimpft war oder nicht, die Spritze gekriegt hat oder nicht. Das geht da nicht mit rein. Es gibt dazu auch den Topf Adverse Reaction to Covid-19-Vakzin, das kann man auch errechnen, aber das wird kaum gemacht. In Deutschland schon gar nicht. Und die Ärzte, die selber die Spritze geben und dafür 28 oder über 30 Euro kassieren für jeden Pieks, die scheuen sich doch so ein bisschen zuzugeben, dass sie selber dafür gesorgt haben, dass da jemand krank wurde mit dieser Spritze. Kann man verstehen. Aber das wird abgerechnet und das ist alles mit CDs und das wird von der WHO so natürlich nicht einfach zufällig so gestaltet, sondern die wollen damit was bewegen. Die wollen damit Daten sammeln, die wollen Leute belohnen, die mitmachen. Die können mit dieser Definition von Krankheit, die CD ist eine Krankheitsdefinition, können sie erreichen, dass Menschen belohnt werden, die das mitmachen, was da gerade geplant ist. Und das ist ziemlich hintertrieben, ja. Die sind nicht doof. Machen Sie, wenn du weißt. Ja, das ist normal, das kann ich jetzt nicht alles sagen, aber das sind so ganz mögliche Post-Covid-Infektionen, Syndrom, Zustand. Und das sind ganz viele Virus nicht nachgewiesen, dass wieder die Krankenschwester, die durchs Zimmer gelaufen ist. Und das sind also viele und viele verschiedene Diagnosen, die man da aus sich aussuchen kann und abrechnen kann. Bitte mal. Hier ist nochmal ein schönes Beispiel über diese perversen Blüten, die es gibt. Das habe ich vor 5 Tagen habe ich das gefunden. Das ist von diesem Children's House Defense von dem Robert Kennedy. Der hat veröffentlicht ja immer so neue Sachen. Er hat gute Leute, die dazu arbeiten. Und hier hat einer das mal geschert. Da hat die Regierung, die amerikanische Regierung, die finanziert eine Studie, mit der man ausprobiert, ob man durch bestimmte Belohnung die Ärzte dazu bringen kann, dass sie die HPV-Vakzine häufiger nutzen. Das macht der Staat. Der fragt eine Studie, wie muss ich die Ärzte bestechen, damit die HPV-Vakzine häufiger angewandt wird. Das ist diese dass man kein Unterleibskrebs bei Mädchen angeblich soll. Das wird ja durch Viren hervorgerufen, gibt es aber ganz viele verschiedene und das Zeug wird nur gegen ganz wenige. Vielleicht, wenn es gegen ganz wenige führt, dann zu einer falschen Sicherheit. Und in klinischen Studien hat es mehr Schaden als Nutzen gebracht. Und das empfehlen die jetzt übrigens auch für Jungs. Ja, das habe ich gelesen. Weil die haben den Mädchen vielleicht. Also das ist schon das Geschäft, die Geschäftsideen sind gewaltig, die da entwickelt werden. Nächste.